Herzlich willkommen, liebe Impact Buddies, zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute haben wir noch einen speziellen Gast, der wird sich gleich selber noch vorstellen. Wir freuen uns auf Timo Busch. Und hallo Max, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Hab mir überlegt, wir machen heute mal wieder ein spezifisches Investmentthema. Und zwar gibt es ja gerade im Bereich der Nachhaltigkeit unglaublich viele Abkürzungen, so SDG, CSR, ISS. Das klingt schon fast so wie Max. Ja, ne? Ja. Erinnert mich an was. Ja. ISS, FNG und PRI, CO2, MSCI, ESG mit freundlichen Grüßen. Ja. Da gab es doch so ein Lied von Fanta 4. Ne? Ist schon genau, ich wollte gerade sagen, es erinnert mich so sehr an das Thema Fanta 4. Also, und darum soll es heute gehen. Ich finde das sehr, sehr spannend, das Thema. Und in dem Zusammenhang haben wir heute auch einen besonderen Gast bei uns im Podcast. Wir haben den Professor Timo Busch von der Universität in Hamburg. Er ist dort zuständig für Management und Sustainability. Lieber Herr Busch, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, hallo zusammen. Herr Busch, vielleicht mögen Sie sich kurz vorstellen und unseren Zuschauern, Zuhörern einmal kurz sagen, was machen Sie da eigentlich in Hamburg? Ja, sehr gern. Also ich bezeichne mich eigentlich gerne immer als Exot, weil ich bin eigentlich angestellt hier als Betriebswirt. Ein Betriebswirt, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Und dann darüber hinaus ist noch mein Spezialthema die Finanzierung und die Investition. Und das ist etwas, was nicht unbedingt sehr viele Kollegen auch machen. Die Szene wird immer größer, aber trotzdem, ich glaube, immer noch ist das ein Nischenthema auch in der Wissenschaft. Angefangen hat das relativ früh bei mir, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe und so würde ich sagen, habe ich vielleicht jetzt über die letzten 20 Jahre als Akademiker dieses Themenfeld begleitet. Begleitet heißt mit eigener Forschung, mit Doktoranden, die ich ausgebildet habe, aber auch mit vielen Projekten, mit der Praxis. Was heißt das? Wie muss ich Nachhaltigkeit als Investor, als Asset Manager eigentlich berücksichtigen? Welche Chancen, Vorteile ergeben sich daraus? All diese Fragestellungen. Sehr spannend. Wie sind Sie denn dann zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Als ich studiert habe, Betriebswirtschaft, war das in der Ausbildung noch überhaupt kein Thema. Mhm. Also es ist ja ein großer Gegensatz dazu, zum Beispiel, wie wir heute Studierende bei uns ausbilden. Wir haben einen eigenen Master in der Schnittmenge Nachhaltigkeit und Betriebswirtschaftslehre. Das war eben nicht der Fall. Und nach meinem Studium hatte ich die Möglichkeit, bei dem Wuppertal-Institut anzufangen. Dort hatte ich schon als studentische Hilfskraft während des Studiums gearbeitet und auch dort. Ich war letztendlich ein Exot, weil Betriebswirte gab es dort eigentlich fast gar nicht. Mhm. Und ja, das ist ja über 20 Jahre her. Dort gab es dann erste akademische Veröffentlichungen, die beispielsweise sich gefragt haben, der klassische Ansatz aus der Betriebswirtschaft, Shareholder Value, kann man den eigentlich irgendwie auf ökologische Fragen erweitern, ausdehnen? Und das fand ich total faszinierend. Hm. Und da war, das war sozusagen die Geburtsstunde, wo ich mich mit der Schnittmenge Wirtschaft und Ökologie beschäftigt habe. Also, das ist ja dann tatsächlich schon, waren Sie ja eigentlich der Frühstarter für eine ganze Bewegung, die ja inzwischen daraus geworden ist. Und wir haben es ja eben in unserem kleinen gerappten oder in Anlehnung an die Fanta 4, Max, haben wir ja irgendwie schon gemerkt, das ist ein Thema, da gibt es ja ganz viele Ratings inzwischen, die da, ich will jetzt nicht sagen, wie Pilze aus den Boden schießen, aber man merkt ja immer mehr auch einen Zusammenhang, wie Sie es gerade gesagt haben, in der Ökonomie, in der klassischen betriebswirtschaftlichen Denke zum Thema Nachhaltigkeit. Einerseits sicherlich ein Stück weit auch getrieben durch regulatorische Vorgaben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gesamter gesellschaftlicher Wandel, den wir da bemerken. Und das macht sich natürlich aus meiner Sicht auch bemerkbar so beim klassischen Privatanleger. Max,
Was sagst du? Absolut, absolut. Also ich glaube, der klassische Privatanleger kommt, wenn er nachhaltig investieren möchte, relativ schnell an seine Grenzen. Ja, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, ein Investor, ein Privatanleger hat ein bisschen Geld zur Verfügung, möchte es in Aktien investieren und möchte es auch möglichst nachhaltig investieren. Und ihm ist auch viel daran gelegen, dass er sich selbst Einzeltitel aussucht. Was macht er dann? Klar guckt er sich erstmal die ganzen Unternehmenskennzahlen an, aber er muss ja auch irgendwie sich über die Nachhaltigkeit dieser Unternehmen, die nachhaltige Ausrichtung, was machen die, wie sind die aufgestellt, muss er sich ja informieren. Jetzt könnte er hergehen und guckt sich die Geschäftsberichte und die Nachhaltigkeitsreportings an. Das ist natürlich ein immenser Aufwand. Und dann wird er auch relativ schnell bei seiner Recherche über diese Ratings stolpern. Und ja, wenn er da mal verschiedene Unternehmen nebeneinander hält bei unterschiedlichen Ratinganbietern, da steht er wieder vor einer neuen Herausforderung, weil häufig ist es ja so, dass da ganz unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Ja? Herr Busch, wie sehen Sie das? Das ist schon eine Herausforderung, oder? Das quantifizieren zu können, auf welchen Ratinganbieter kann man sich verlassen? Was macht einen seriösen Ratinganbieter aus, Ihrer Meinung nach? Also zunächst mal, ich glaube, was man erstmal klarstellen muss, ist, dass es einen riesigen Unterschied zwischen Nachhaltigkeitsratern und Finanzratern gibt. Weil das klassische Finanzrating, dort gibt es ja auch unterschiedliche Anbieter. Dort werden sich halt Finanzrisiken angeguckt. Und wenn man jetzt die Ergebnisse auf Einzeltitelbasis, also für einzelne Unternehmen, vergleicht, dann haben die eine sehr hohe Korrelation. Also dort ist sozusagen, ergibt sich ein einheitliches Bild. Und das ist bei Nachhaltigkeitsratings eben, genau wie Sie sagen, nicht der Fall. Jetzt, wenn Sie mich fragen, ist das verwunderlich? Da würde ich sagen, nein, das ist nicht verwunderlich. Und das hängt damit zusammen, weil unterschiedliche Leute bei dem Thema Nachhaltigkeit ganz unterschiedliche Sachen als relevant erachten. Das fängt schon damit an, dass man grundsätzlich unterscheidet zwischen ökologischen Faktoren und sozialen Faktoren. Dann kommt als nächstes die ganze Thematik Unternehmensführung, also Englisch Governance, noch mit hinzu. Mhm. Also, und das sind schon mal drei sehr unterschiedliche Bereiche. Und wenn man sich jetzt noch mehr Gedanken darüber macht, dass zum Beispiel dem einen Menschen der Klimawandel besonders wichtig ist und anderen Menschen beispielsweise das Thema Menschenrechte in globalen Zulieferketten ein ganz relevantes Thema sind. Dann wird alleine hier schon deutlich, dass das ganz unterschiedliche Themen sind. Ein anderes Beispiel ist, fragt man sich, wie wird ein Produkt hergestellt? Also interessiere ich mich für zum Beispiel Verschmutzung, Emissionen während des Produktionsprozesses? Oder möchte ich wissen, Beispiel Automobil, wie viel Emissionen verursacht denn das Produkt in der Nutzungsphase? Auch hier kommt man ganz schnell wieder zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Rater, dort gibt es halt auch Manager, die eigene Präferenzen haben, was sie glauben, was wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit. Aufgrund dieser Präferenzen, ja, bauen die letztendlich ihre Systematik zusammen. Die gewichten Sachen anders, die aggregieren Sachen anders. Und man muss einfach anerkennen, Nachhaltigkeit als Investmentthema ist so vielschichtig. Und wenn da jetzt unterschiedliche Leute rangehen und versuchen, das irgendwie hoch zu aggregieren auf einen Score, weil darauf soll es ja hinauslaufen. Ne? Also bin ich jetzt dunkelgrün, hellgrün oder bin ich ein braunes Unternehmen? Ja? Also wenn man das versucht, dann hoch zu aggregieren, ist für mich vollkommen klar, dass unterschiedliche Ansätze da zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Jetzt können Sie natürlich sagen, naja, toll, hilft mir ja jetzt als Investor nicht wirklich weiter, was der Herr Buschmeller gerade erzählt hat. Ja, das ist in der Tat so eine Herausforderung. Wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Ratings anguckt, müsste man als Investor tatsächlich dann einhergehen und anschauen, was sind denn die Methodiken der unterschiedlichen Ratings. Man müsste sich schon damit auseinandersetzen, was ist denen wichtig? Was gewichten die? Also ist zum Beispiel das Thema Klimaschutz eine Priorität bei dem Rater, ja?
Und so müsste man sich eigentlich dann ja den bestmöglichen Fit raussuchen. Und dann könnte man auch mit Sicherheit sagen, das, was der da bewertet und die Ergebnisse, damit kann ich mich auch identifizieren. Nur das ist halt nicht, das muss man wirklich machen. Also es ist nicht offensichtlich und es ist auch nicht trivial. Also das ist ja für einen Privatanleger eigentlich kaum zu leisten. Wenn ich diesen Research-Aufwand betreiben wollte, ist ja schon mal quasi der eine Punkt, der das Ganze diffizil macht. Mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja eben ein paar Beispiele genannt. Was beinhaltet eigentlich alles Nachhaltigkeit? Das ist so das klassische, ich sag mal, ökologische Thema, Stichwort Klimawandel. Da hätte ich noch Fantasie dafür, dass man das, was das Thema CO2-Fußabdruck betrifft, dass man das auch wirklich messen kann. Wenn wir aber zu diesen weichen Faktoren wie Governance, Unternehmensführung oder Mitarbeiterführung oder das Thema Arbeitsbedingungen guckt, kann man das überhaupt wirklich messen? Ja, also Sie haben vollkommen recht. CO2-Fußabdruck, das lässt sich noch gut messen. Wobei es auch da Schwierigkeiten gibt, wenn Sie nur daran denken, dass man versucht, die CO2-Emissionen der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen. Also auch da kommt man derzeit zumindest noch schnell an Grenzen. Aber klar, so weiche Themen, das wird sehr schwierig, das genau zu quantifizieren. Man versucht das dann teilweise über sowas wie Hilfsindikatoren, sind gewisse Managementsysteme da. Man hat so Kennziffern wie, was ist die Frauenquote beispielsweise in den Boards und so. Also da gibt es schon so gewisse Hilfsindikatoren, aber klar, gewisse Sachen, das werden Sie niemals genau mit Zahlen erfassen können. Was mich noch interessieren würde, immer mehr Anleger wollen ja auch wirklich einen Impact erzielen mit ihrer Anlage. Kann man das denn auch messen? Gibt es Ratinganbieter, die das darstellen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und dieser Frage sind wir auch in Kooperation mit der EBSIM nachgegangen im Rahmen eines Projektes. Dort haben wir uns insgesamt 46 Anbieter von sogenannten Nachhaltigkeitsratings angeguckt. 12 von diesen 46 behaupten von sich, dass sie genau das erfüllen, was sie gerade meinen, nämlich dass man auch den Impact, also die Wirkung, mit erfasst. Dann haben wir uns das noch ein bisschen genauer angeguckt, ob das denn auch wirklich der Realität entspricht. Und das ist mir zu einem sehr ernüchternden Ergebnis gekommen. Das war tatsächlich nur einer Anbieter von den ganzen 46, wo wir sagen würden, ja, der erfasst wirklich auch diese Wirkungsdaten. Und warum ist das so? Das liegt vor allem daran, dass die Anbieter sich derzeit darauf fokussieren, Daten wie, was ist der CO2-Ausstoß von einem Unternehmen? Hat das Unternehmen Umweltmanagementsystem? Ja, das sind so diese klassischen Fragen. Aber die Fragen, inwiefern verändert sich die Umweltperformance des Unternehmens über Zeit? Was sind Ziele? Wo möchte das Unternehmen 2030 stehen? Wie werden diese Ziele umgesetzt? Werden diese Ziele auch nachhaltig verfolgt? Also das sind ja alles Themen, die dann mit Wirkung und Impact zu tun haben. Und ja, da ist es leider noch so, dass viele Anbieter das eben noch nicht berücksichtigen und dann eigentlich mehr auf diese statischen Daten berichten. Von daher dieses relativ ernüchternde Ergebnis. Nein, im Impact-Bereich gibt es noch nicht viele gute Datenanbieter. Okay, ja, vielen Dank. Dann, um nochmal zurückzukommen zu unserem Privatanleger, und ein erstes Fazit zu ziehen. Eine Einzeltitelselektion mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in seinem Portfolio bedeutet also für ihn einen immensen Aufwand, ist wahrscheinlich kaum zu bewerkstelligen. Das heißt, er wird nicht darum rumkommen, in einen Fonds zu investieren, entweder einen ETF oder einen aktiv gemanagten Fonds. Wenn ich jetzt mal, wir hatten ja in einer der letzten Folge, Carsten, darüber gesprochen, über das Thema Klimaneutralität und haben uns da mal den MSCI World, also den Temperature Score, die implizite Richtig. Erderwärmung, die der MSCI World bedingt, angeschaut. Und da würden wir bei einer 2,7 Grad rauskommen. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass ja das Ziel
des Pariser Klimaabkommens eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad bis 2050 ist, dann ja, würden wir das doch deutlich mit dem ETF reißen. Herr Professor Busch, wie sehen Sie das? Also das ist ja jetzt sehr vielschichtig. Also das eine ist natürlich genau, was Sie sagen, wenn man sich anguckt, wie im Grunde die Gesamtwirtschaft derzeit aufgestellt ist, werden wir auch 2 Grad nicht schaffen. Das werden wir verfehlen. Also da muss noch massiv etwas passieren. Und von daher ist es auch für mich wieder nicht groß verwunderlich, wenn man sich jetzt einen breiten Index anguckt, dass der diesen Trend auch wiedergibt und letztendlich auch nicht Paris konform ist. Also das ist wenig verwunderlich. Nein, aber grundsätzlich haben Sie natürlich komplett recht. Wenn Sie mich jetzt als Privatanleger fragen würden, soll ich mir mein eigenes Portfolio jetzt aus, sagen wir mal, 10 Einzeltiteln zusammensetzen und dann jeden einzelnen prüfen, ob der jetzt auch nachhaltig ist, würde ich sagen, klar, können Sie machen, ist aber viel Aufwand. Es gibt halt dementsprechend viele gute, nachhaltige Investmentfonds, wo man doch eigentlich dann viel einfacher mit dem gleichen Ergebnis investieren könnte. Und jetzt hatten Sie ja schon mit den, auf das Stichwort, diese ETFs in den Raum geworfen. Theoretisch würde ich sagen, kann man auch mit einem ETF ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial erreichen. Also das hängt ja davon ab, wie der Index zusammengesetzt ist. Wenn der gut zusammengesetzt ist und ich den dann einfach nur abbilde, warum soll das nicht funktionieren? Ja, also das aber theoretisch. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Praxis derzeit aussieht, würde ich dem allerdings widersprechen. Und hier einfach 2 Beispiele. Es gab zuletzt diese Veröffentlichung von der Stiftung Warentest, wo genau untersucht wurde, was ist sozusagen das Nachhaltigkeitsprofil unterschiedlicher Fonds. Und wenn Sie dort mal bei den ETFs reingucken, gibt es tatsächlich keinen einzigen ETF, der über ein durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil hinausgeht. Also das gibt Ihnen schon mal so eine erste Einschätzung, oder es wird deutlich, man kann es besser machen als die ETFs. Das ist schon mal so das Erste, was man da rausziehen kann. Und das zweite Beispiel ist, wenn Sie sich die Offenlegungsverordnung anschauen, also das ist ja dieses riesige Regelwerk, was die EU vorantreibt, dort werden ja nun auch Investmentprodukte das ist der sogenannte Artikel 8 und Artikel 9, eingestuft. Ja? Und das könnte man jetzt mal so flachsig übersetzen mit dunkelgrün und leichtgrün. Zumindest wird es oft so interpretiert, aber das muss man auch, würde ich nicht direkt so unterschreiben, nur um das so mal ein bisschen zu erklären, worum es da geht. Und wenn Sie sich angucken, was bei diesen Produkten, die ja dann irgendwo auch was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, sehen Sie, dass bei den Artikel 9 Fonds so roundabout 5% ETFs sind und bei den Artikel 8 Fonds sind wir so ungefähr bei 10% der ETFs. Ja? Also auch hier die Zahlen zeigen, dass offensichtlich im ETF-Bereich das Thema Nachhaltigkeit nicht so dominant ist. Und von daher, was ist dann natürlich die Alternative? Die Alternative wäre dann ein aktiv gemanagtes Produkt, was meiner Ansicht nach im Nachhaltigkeitskontext viele Vorteile hat. Beispielsweise, dass man aktiv auch schneller dann beispielsweise bei Verstößen oder so das Portfolio umbauen kann. Da hätte ich direkt eine Frage dazu. Also ich teile erstmal den Gedanken, da hatten wir in einer der letzten Folgen ja beide uns quasi die gleiche Meinung gebildet, gesagt, also ein ETF ist eigentlich eher schwierig, wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit gucke. Das haben Sie ja gerade nochmal aus Ihrer Perspektive bestätigt. Aber nehmen wir mal an, ich investiere jetzt in einen aktiv gemanagten Fonds und bin darauf bedacht, dass der in irgendeiner Weise nachhaltig ist. Wieder aus Sicht des Privatanlegers, da sagt ja jetzt heute im Grunde genommen jede Gesellschaft, kauf mein Produkt, weil ich habe hier einen grünen Stempel drauf. Ich mache das jetzt bewusst mal so sehr plakativ, weil
manchmal ist es so ähnlich wie in der Werbung oder wie im Supermarkt. Das haben wir auch schon festgestellt in einer unserer Folgen, dass nicht überall da, wo jetzt tatsächlich irgendwas mit, ich nehme es jetzt mal nur plakativ verglichen mit dem Thema Bio. Ja, nicht jedes Bio-Etikett, was ich irgendwie auf einem Produkt finde, ist auch nach irgendeinem höheren Standard, ob jetzt Demeter oder klassischer EU-Standard, was auch immer. Manches ist einfach nur ein Werbeaufdruck in einer hübschen grünen Farbe und suggeriert mir als Verbraucher, ich kaufe da was richtig Gutes. Zurück zu dem Thema aktiv gemanagte Fonds, muss ich doch für mich irgendwie auch eine Möglichkeit finden, irgendwie zu identifizieren, an welcher Stelle reden wir wirklich über ein attraktives, nachhaltig gemanagtes Produkt und wo sollte ich mir vielleicht eher Gedanken machen, ob das wirklich so nachhaltig ist oder ob es meinen Vorstellungen entspricht. Wie kann ich das unterscheiden? Also zunächst mal gebe ich Ihnen ja vollkommen recht. Das ist wie, Sie hatten das Beispiel Lebensmittel, nachhaltig produzierte Lebensmittel. Genauso ist es hier auch. Es gibt gute Produkte, es gibt Produkte, die machen eher Greenwashing. Das ist einfach so. Ja. Und wie kann man sich jetzt als Anleger trotzdem dort orientieren? Ja, einerseits klar. Sie könnten selber wieder einhergehen und gucken, was machen die denn dort, wenn die dieses Produkt, den Fonds zusammenstellen. Da wiederum würde ich aber auch sagen, braucht es schon Know-how, muss man das genau verstehen, dass man auch weiß, was damit gemeint ist. Also beispielsweise ein Klassiker ist, es steht dann irgendwo in der Produktbeschreibung, wir machen einen ESG-Integrationsansatz und der wird aber nicht weiter erläutert. Dann würde ich jetzt, sagen wir mal, als Experte grundsätzlich erstmal ein Fragezeichen dahinter machen. Was ist damit eigentlich gemeint? Ja, und also das ist jetzt nur so ein Beispiel. Auf der anderen Seite könnte man sich vorstellen, es ist ein Anbieter, der sehr genau darlegt, wir machen einen Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, wir investieren nur in die saubersten Unternehmen einer Branche, eines Sektors, und dort werden dann Beispiele gesagt, wie man das macht, und auch vor allem, warum diese Unternehmen besser sind. Also zum Beispiel deutlich geringerer CO2-Fußabdruck oder sowas, ja. Also da würde man merken, dass man bei gewissen Produktanbietern viel mehr Informationen bekommt, wo man sich dann fragen kann, gut, entspricht das wiederum meiner Philosophie, wie ich investieren möchte. Ja? So, das ist natürlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt, braucht man auch wieder Know-how, muss sich damit stärker auseinandersetzen, dauert halt. Ne? Man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen, um sich dann entsprechend einzuarbeiten. Eine andere Möglichkeit, die ich jetzt sehe und auch für wirklich gut erachte, das sind, ich lasse andere Leute diesen Job machen, die genau diese Prüfung der Fonds machen. Und dort gibt es ja auch Labels, die das tun, ja, wo genauso eine Prüfung von Fonds stattfindet. Wobei man auch hier wieder sagen muss, es gibt nicht nur das eine Label, sondern auch wieder unterschiedliche, die diesen Job unterschiedlich gut machen. Ja, und eines dieser Labels ist ja das FNG-Forum nachhaltiger Geldanlagen mit dem FNG-Siegel. Und auch da ist es ja wieder so, es gibt ja einmal das FNG-Siegel an sich und dann gibt es ja nochmal eine Erweiterung mit einem, zwei oder drei Sternen. Meine Frage an Sie, Herr Busch, ist das FNG-Siegel ein Qualitätsmerkmal? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich wirklich die Nachhaltigkeit kaufe, die auf so einem Fonds mit FNG-Siegel draufsteht? Und was hat's mit den Sternen auf sich? Ja, also zunächst mal, ich glaube, das FNG-Siegel ist definitiv eins der am besten entwickelten Siegel, die wir derzeit am Markt haben. Das fängt alleine damit an, dass wir dort gewisse Mindestausschlüsse haben. Sonst, wenn man dort sozusagen nicht in diese Kategorie reinfällt, beispielsweise man hat zu viel Kohle, Verstromung, dann wird man für dieses Siegel gar nicht in Betracht gezogen. Ja? Da gibt es jede Menge Ausschlusskriterien. Es geht um Waffenproduktion, Fracking, Tabak, Menschenrechte.
Also es gibt eine breite Liste an Kriterien, die sowieso erstmal erfüllt sein müssen. Das ist sozusagen die Mindestanforderung, dass man überhaupt dieses Label tragen kann. Und also da, wenn man sich das genau anguckt, was dort alles gegeben sein muss, würde ich behaupten, hat man als Investor zumindest schon mal eine solide Basis dafür, dass man jetzt nicht in schmutzige Unternehmen investiert. Ja, und das ist aber erstmal, wie gesagt, nur der Anfang, die Mindestanforderung. Dann hatten Sie schon gesagt, gibt es drei Sterne. Und die drei Sterne sind sozusagen weitere Qualitätsabstufungen hin zu drei Sternen, was dann sozusagen aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten der beste Fonds wäre. Und was dort gemacht wird, ist ein dreistufiges Verfahren, wie dann individuelle Fonds geprüft werden. Und dabei wird einerseits auf die institutionelle Glaubwürdigkeit der Häuser geguckt. Also was existieren dort grundsätzlich an Nachhaltigkeitsverpflichtungen, an Politiken? Gibt es dort auch wirklich ein Kompetenzteam, was sozusagen für diese Themen zuständig ist? Das ist so die erste Stufe, also wo das Haus selber im Vordergrund steht. Dann geht es natürlich darum, was sind die Produktstandards? Also wie analysieren die Häuser jetzt Unternehmen? Wie bauen die basierend auf diesen Informationen dann Fonds zusammen? Was sind die konkreten Anlageentscheidungen, die dort getroffen werden? Und zu guter Letzt gibt es dann noch diesen sogenannten Portfoliofokus. Da geht es darum, beispielsweise nutzt das Haus auch eine Engagement-Strategie, ja, mit diesen Fonds. Und was für Indikatoren legen die zugrunde? Ne? Inwiefern wird das auch kommuniziert? Ne? Also Kommunikation, auch hier wichtiges Thema an den Endkunden. Ja, und basierend auf diesen drei Stufen kann man sich vorstellen, kann man dann einzelne Punkte sammeln. Ja? Und dann je nachdem, wie viel von diesen Punkten dann in Summe hat, gibt es dann entsprechend zwischen ein und drei Sternen zusätzlich zu diesem Siegel. Also vielleicht erstmal so viel, wie dieses Siegel funktioniert. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, was aus meiner Sicht wirklich die Stärke dieses Siegels ist, ist es einerseits, dass es eine unabhängige Prüfung ist, weil nämlich, das kennen Sie auch aus dem Lebensmittelbereich, auch Anbieter gerne eigene Siegel rausgeben. Ja? So, und das ist halt hier eben nicht der Fall, sondern es gibt ein eigenständiges Prüfteam, was vollkommen unabhängig von den Anbietern die Fonds im Detail prüft und dann nachher das Ergebnis dieser Prüfung zur Verfügung stellt. Und das ist dann die Grundlage für die Siegelvergabe und auch die Sterne. Also das ist wirklich der große Vorteil, den ich hier sehe, weil es eben dann nicht jeder definiert, deklariert selber erstmal, was er glaubt, was gut ist, und der Anleger weiß dann gar nicht, so kann ich es glauben oder nicht. Also für mich mal so zusammengefasst heißt, als allererstes suche ich mir idealerweise, wenn ich sagen wir mal, Privatanleger bin, der jetzt nicht wirklich das Expertenwissen für, wie bewerte ich eigentlich unterschiedliche Ratingverfahren, wenn ich das nicht mitbringe, dann gucke ich mir an, was gibt es für Ratings, für Labels am Markt, und idealerweise suche ich mir halt eines, und FNG ist natürlich damit, wie Sie es gerade erläutert haben, schon so eine, ich sag mal, eine Premium-Variante. Und ich würde mal jetzt sagen, im Vergleich zu, ich habe ein hauseigenes Label von irgendeinem Anbieter, das finde ich halt nur da, dann kann das ja theoretisch nett und gut sein, aber es hat nicht die Objektivität. Also dem fehlt die Objektivität, das finde ich ist schon mal ein wesentlicher Punkt. Dann fand ich es sehr spannend, was Sie gesagt haben. Wir haben quasi eine Dreistufigkeit. Es ist einmal, wie nachhaltig ist das Haus als solches? Ja, also habe ich selber eigene Spielregeln, die ich im Fonds anlege, lege ich den gleichen Maßstab auch bei mir im Unternehmen an, finde ich schon mal gut. Das zweite ist, wie sieht mein Investmentprozess aus? Erfüllt der auch entsprechende nachhaltige Kriterien, und wie stark ist dann eigentlich innerhalb der eigentlichen Titelauswahl das Thema Engagement? Sprich also an der Stelle,
diese Mehrstufigkeit und dann auch nochmal die bis zu 3 Sterne, das ist ja schon ein Fund. Also umgekehrt, was will ich damit sagen? Wenn ich jetzt wenig Ahnung aus der Materie oder von der Materie habe als Privatanleger, wo F&G draufsteht und wo F&G dann noch mit 3 Sternen draufsteht, da kann ich eigentlich nicht viel falsch machen, wenn ich um Nachhaltigkeit rede. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, ja. Okay. Also um nochmal so das Fazit aus der Brille unseres Privatanlegers zu ziehen. Es macht keinen Sinn, den Aufwand zu betreiben, ein Einzeltitelportfolio, das auch noch nachhaltig ist, zusammenzustellen. Der Research-Aufwand ist enorm hoch und man kann mit Fonds ein durchaus ja gleichwertiges, wenn nicht noch sogar besseres Ergebnis erzielen. Und es kann sich durchaus lohnen, sich da auf Rating-Anbieter oder Siegelanbieter wie das FNG zu beziehen, weil die Fonds, die vom FNG ja geratet werden oder mit dem Siegel des FNG ausgezeichnet werden. Da kann man sich sicher sein, dass das eine objektive Bewertung ist. Und ich glaube, wir können es an der Stelle auch mal sagen, auch im Hause EWSIM gibt es Fonds mit FNG-Siegel. Einer hat letzten November auch das FNG-Siegel mit 3 Sternen bekommen, der EBUCO-Aktienfonds. Schauen Sie doch oder schaut gerne mal bei uns auf der Webseite für weitere Informationen vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, Herr Professor Busch, vielen Dank, dass Sie heute Gast bei uns im Podcast waren. Das war eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Dem kann ich mich nur anschließen, lieber Herr Busch. Das war ein guter Einblick. Das war vor allen Dingen super verständlich und gut nachvollziehbar. Das finde ich toll. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Vielleicht als finaler Satz an Ihre Zuhörer. Ich finde es sehr wichtig, dass wir das Thema Nachhaltigkeit und Finanzmarkt zusammendenken. Auch jeder Kleinanleger kann so einen wirklich großen Hebel mit in Bewegung setzen. Und ich glaube, die Chance in Anbetracht der globalen Herausforderungen, der Chance, die sollten wir alle nutzen, diese Chance. Das ist ein toller Appell und das ist ein fantastisches Schlusswort. Dem können wir uns, Max, denke ich, 1:1 anschließen. Ja, ich sage, am Ende ist es wieder wie mit allen Dingen. Nachhaltigkeit fängt bei jedem an und fängt bei jedem, auch bei jedem Privatanleger mit einem kleinen Schritt an. So ist es natürlich eben auch hier mit dem Thema Rating für Nachhaltigkeit. Bleibt noch eins zu sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine Folge verpassen möchtet, dann abonniert bitte gerne unseren Kanal. Und ich sage herzlichen Dank, lieber Herr Busch, lieber Max. Von meiner Seite aus schon mal einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Woche. Ciao. Danke, ciao.